Wenn es bei dir nicht so abläuft, dass Frauen mit dir durchgehend schlafen wollen, unabhängig davon, ob es beim Dating ist oder in einer Beziehung, dann machst du diese eine Sache, über die wir jetzt hier sprechen, falsch. Es ist vollkommen klar, wenn du das, was wir jetzt hier besprechen, richtig machst, das ist wirklich eine einzige Sache, die du verstanden haben musst, dann wird es automatisch dazu sorgen, dass Frauen, wenn sie sich mit dir daten, wenn du gerade im Kennenlernprozess drin bist, für dich eine sehr hohe Anziehung empfinden und darauf hoffen, dass es am Ende passiert zwischen euch beiden und dass, wenn du in einer Beziehung mit einer Frau bist, du eine Frau hast, die ständig Lust auf dich hat, wo du tatsächlich nur selbst entscheiden musst, jetzt lasse ich es mal zu oder jetzt nehme ich mir hier die Zeit, um mich darauf einzulassen, wo du aber nicht, wie die allermeisten Männer, der Frau nachlaufen musst oder darum betteln musst oder sie hofieren musst, damit das passiert. Das ist sowieso der falsche Weg, aber das wirst du auch gleich verstehen. Wenn dir das gefällt, dass wir jetzt darüber sprechen und du es am Ende wissen wirst, dann klick mal hier unten auf Abonnieren, mach die Glocke an, das hilft mir und dem Kanal sehr weiter, es kostet dich nichts und es ist ein fairer Austausch für das, was ich dir jetzt hier aufzeige. Und wenn du den schnellsten Weg kennenlernen möchtest, wie du als Mann bei Frauen genau das bekommst, was du willst, dann musst du einfach nur hier oben auf dieses i draufklicken, dort findest du ein Video, was du dir anschauen kannst. Das solltest du mal tun, wenn das für dich relevant ist. Und abgesehen davon geht es jetzt los mit dem, was du wissen musst. Und zwar, du musst eine Sache verstehen. Bei den allermeisten Männern, wie beginnt eine Beziehung? Es beginnt doch so, dass die Frau schon beim Kennenlernprozess, schon wenn man sich gemeinsam trifft, in diese Haltung hineingeht, wo sie sagt, hey, ich bin nicht so leicht zu haben. Ja, ich bin nicht eine von den Easy-Mädels. Oder bei mir musst du dich ein bisschen mehr ins Zeug legen. Und wie der Mann normalerweise reagiert, ist, dass er einfach sich mehr ins Zeug legt und sie öfter trifft, bis überhaupt irgendetwas passiert. Und quasi damit in diese Dynamik einkauft. Und diese Dynamik verfestigt. Und das trägt sich dann weiter in die Beziehung hinein. Und was dann passiert, ist, sobald ihr beide mal einen Konflikt habt, wo es zum Beispiel darum geht, welchen Film ihr schaut oder in welches Restaurant ihr gehen werdet oder ob sie jetzt den Unfug treiben kann, was auch immer sie sich in den Kopf gesetzt hat an dem Tag und du Nein sagst, dann wird daraus ein Konflikt entstehen. Und aus diesem Konflikt entsteht vielleicht ein Streit. Und in diesem Streit wird sie dann vielleicht am Ende sagen, weißt du was, so wie das jetzt hier gerade ist, läuft heute Abend auf gar keinen Fall irgendwas. Und dann haben die meisten Männer das Problem, dass sie dann aus dem Streit weggehen und dann sagen, oh nein, was mache ich jetzt, wie kann ich es wieder in Ordnung bringen, legen sich ins Zeug, versuchen sich von ihrer besten Seite zu zeigen, entschuldigen sich und wenn sie Glück haben, werden sie dann von der Frau damit belohnt, dass am Ende des Tages dann etwas läuft. Das Problem bei dieser Sache ist, es ist nicht natürlich, es ist nicht das, was die Frau will, sie wird dich nicht so respektieren, schätzen, wollen und nicht so eine Anziehung für dich empfinden und du wirst die ganze Macht aus deiner Beziehung verlieren, wenn du dich so verhältst. Und das ist der Grund, warum so viele Männer in ihrer Beziehung ihre Freundin fragen müssen, ob sie ein Bier trinken gehen dürfen. Oder warum so viele Leute, die du kennst, total zu Hause unter dem Schlappen der Frau stehen. Und wenn sie dann zwar mit dir unterwegs sind, haben sie vielleicht eine große Klappe und sagen, ja, ich habe ihr ganz klar gesagt, wo es lang geht, aber in Wirklichkeit weißt du, wie es aussieht. Und du denkst dir jedes Mal nur, oh Mann, das ist der wahre Grund dahinter. Und diese eine Sache, über die wir gerade gesprochen haben, die du verstanden haben musst, ist ganz einfach, dass du dich nicht an deinen Cojones kontrollieren lassen darfst. Und ich erkläre dir jetzt, wie das geht. Denn wenn du im Kennenlernprozess bemerkst, dass die Frau zu dir solche Dinge sagt wie, hey, ich bin nicht so einfach zu haben, du musst dich mehr ins Zeug legen, dann musst du in diesem Moment einfach nur bemerken, oh, das ist die typische Hollywood-Dynamik, die mir hier jetzt gerade installiert wird, wo die Frau am Ende sich mir hingibt dafür, dass ich mich ins Zeug gelegt habe und ihr den Hof gemacht habe. Und anstatt das zu akzeptieren und hinzunehmen und dann zuzulassen, dass diese Beziehung in eine völlig falsche Richtung geht, sagst du ihr ganz einfach nur, völlig klar, nicht unbedingt mit den Worten, die ich dir jetzt sage, aber einfach mit der Bedeutung, die diese Worte haben. Weißt du was? Natürlich bist du nicht so einer, sonst würden wir hier gar nicht sitzen. Ich sehe in dir etwas, was auf jeden Fall besonders ist und ich will rausfinden, was dann noch alles hinter dir ist und was da noch dahinter steckt. Und ich glaube, vielleicht hat das ja Potenzial. Und ganz ehrlich, wenn wir uns anziehend finden, wenn wir Gemeinsamkeiten haben, dann ist es ein natürliches Ergebnis. Du bist eine attraktive Frau, ich bin ein attraktiver Kerl. Natürlich wollen wir dann auch gemeinsam Intimität haben. Und das wird dann auch passieren, wenn es tatsächlich passieren soll. Aber wenn nicht, dann nicht. Nur, ich muss mich nicht ins Zeug legen, um Sex am Ende mit dir zu haben. So, wenn ich einfach nur einen Orgasmus haben möchte, dann kann ich das selber machen, das geht schneller und danach kann ich mich wieder fokussieren auf die Dinge, die tatsächlich in meinem Leben stattfinden und die mir wichtig sind. Aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt hier bin. So, wenn das passiert, dann cool. Und wenn das nicht passiert, dann eben auch cool. Was du damit machst, ist, du nimmst der Frau ihre größte Macht, die sie normalerweise über einen Mann hat, aus der Hand. Denn sie merkt, oh, ich kann ihn nicht damit manipulieren, dass er am Ende mit mir in der Kiste landen möchte. Und du solltest natürlich auch nicht dabei so tun, als wärst du ein Kerl, der nicht sexuell ist oder der nicht an Frauen interessiert ist. Das ist etwas anderes. Du solltest damit einfach nur klar machen, dass du Wichtigeres zu tun hast, als unbedingt mit ihr in der Kiste zu landen. Das ist nämlich die Magie. Nicht zu verneinen, dass es dich interessiert, sondern einfach nur zu zeigen, die Wichtigkeit dafür, ob das am Ende dabei rauskommt, die ist mir ehrlich gesagt einerlei.
Und dadurch zeigst du, dass du nicht bedürftig bist. Dadurch zeigst du, dass es nicht wichtig ist am Ende für dich, nicht lebensentscheidend ist, ob das passiert. Und dann möchte dir die Frau es viel einfacher geben als einem Kerl, der den Eindruck macht, dass das ist, wonach er am meisten trachtet. Und dann, wenn du mit ihr in einer Beziehung landest, dann hast du automatisch eine Dynamik, wo, wenn ein Streit zwischen euch beiden eskaliert oder wo mal ein Konflikt auftritt, dass sie dann vielleicht sowas sagt wie, ja, heute Abend wird nichts laufen. Dann kannst du sagen, ist das jetzt, wen soll das jetzt bedrohen, dich oder mich? Und in dem Moment wird der Frau dann klar, oh, Mist, der braucht es eigentlich weniger als ich. Und das erzeugt dann eine Dynamik, in der die Frau das nicht gegen dich benutzen wird. Oder in der die Frau auch gar nicht erst versuchen wird, ihren Willen durchzusetzen, indem sie dann Sex vom Tisch nimmt. Und das Interessante, was dabei passiert, ist, wenn du die Macht bei dir selbst behältst, wenn du unreaktiv bleibst auf solche Dinge und wenn dich das einfach nicht aus der Ruhe bringt, dann erzeugst du damit eine Dynamik zwischen euch beiden, in der die Frau zu dir aufschaut, indem sie dich respektiert, in der sie Anziehung für dich empfindet und in der sie umso mehr mit dir schlafen möchte. Und das ist eben genau diese Situation, in der eine Beziehung eigentlich auch sein sollte, in der die Frau die Möglichkeit hat, stolz darauf zu sein, mit dir zusammen zu sein und nicht einfach nur dich am Arm irgendwie in ihre Richtung zu zerren, wo auch immer sie jetzt gerade wieder mal unterwegs hin ist, sondern dass sie wirklich einen Mann an ihrer Seite hat, der nicht verrüttelbar ist, der einfach seinem Weg geht und wenn sie dann kommt und irgendetwas von ihm will, der dadurch einfach nicht aus seiner Bahn geworfen wird und nicht mal dann, wenn es wirklich das ist, was normalerweise bei jedem Kerl funktioniert. Und was dadurch passiert ist, dass du tatsächlich die Macht in der Beziehung hast und dass die Frau tatsächlich einen Mann an ihrer Seite hat, den sie wirklich will und zwar ständig will und dann wird sie dich mit ganz anderen Augen anschauen, sie wird dich ganz anders wahrnehmen, sie wird in einer ganz anderen Stimmung sein, sie wird sich viel mehr ins Zeug legen und du wirst dann mit ihr schlafen, wann immer du Lust drauf hast, weil sie es ständig möchte. Und das ist eine ganz andere Beziehung, als die meisten Männer das da draußen führen, weil die einfach nicht verstanden haben, dass sie sich nicht davon manipulieren lassen dürfen, was eine Frau normalerweise bei einem Mann benutzt. Und das ist das, was du verstanden haben musst. Und wie gesagt, wenn du es noch nicht getan hast, da unten ist der Abonnieren-Button. Und wenn du meine Hilfe dabei möchtest, wirklich in der absoluten Rekordzeit dahin zu kommen, dass es bei dir mit Frauen so läuft, wie du das willst, und du keine Lust mehr hast auf Beziehungen, in denen du den Frauen nachlaufen, sie anbetteln musst, dass da irgendwas passiert, oder wo du das Gefühl hast, du hast eigentlich gar nichts zu sagen, wirst nicht respektiert, nicht gesehen, nicht geschätzt, dann klick mal da oben drauf. Dann können wir das ändern. Das geht sehr, sehr schnell, sehr, sehr einfach und ich bin verdammt gut darin und arbeite mit meinem Team genau daran, dass Männer die Männer sind, für die Frauen auch wirklich das empfinden, was du gerne möchtest. Okay, mein Lieber, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video, bis dann, ciao.